Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zurück auf Willy Gonzales und vielen Dank für die 112 Abonnenten auf meinem Kanal. Ihr seid der Wahnsinn. Heute gibt es ein kleines Update zu unseren Blümchen und was sich da getan hat. Heute ist der 9.4. und wir haben es ungefähr 8:30 Uhr. So, wir holen sie mal ganz kurz hier rüber, dass wir ein bisschen was sehen. Mal die Folie hier ab und da sehen wir schon wunderbar unsere Freezing Dew ist da, die kam gestern mit dem Köpfchen schon raus. Dann ist die Schaman da, die Schaman heißt jetzt offiziell Bärbel, vielen Dank für den Namen. Die Hollands Hope guckt auch schon freudig raus. Dann sehen wir hier ganz vorne im Gefäß, da tut sich auch was in der Mitte, der kleine Wurzelfreund. Im vorderen die Trichemin Cream guckt auch raus. Nur noch keine Spur von unserer Orange Bud. Da warte ich noch ab. Also man kann daran vielleicht sehen, dass die Methode im Ceva besser funktioniert hat bei den feminisierten Pflanzen. Die sind quasi... Die Schaman, die Hollands Hope und die Freezing Dew sind quasi alle gestern rausgekommen. Ihr seht dann vielleicht ganz klein, ne? Kleiner als mein Fingernagel. Aber sie haben Bock mit uns weiterzumachen. Wenn du die Idee hast für einen Namen für die Hollands Hope und für die Freezing Dew, schreib mir den gerne in die Kommentare. Die Orange Bud, die noch nicht da ist, heißt Edeltraut bereits. MIGB, vielen Dank. Wir haben hier vorne die Trichemin Cream, die braucht auch noch einen schönen Namen. Und im Laufe des Tages wird unsere Forbidden Cherry auch rauskommen. Mein Plan ist jetzt einfach abwarten wie beim Angeln. Wir warten ab und gucken, ob der Orange Bud noch rauskommt. Ich gebe ja immer noch einen Tag. Spätestens zwei. Wenn da nichts ist, gehe ich mal auf die Nachforschung. Die werden dann wahrscheinlich Ende der Woche oder nächste Woche in den größeren Topf gepflanzt. Dann nehme ich euch natürlich mit. Und dann werden wir in unser Indoor-Setup rübergehen. Ich habe hier nochmal so ein paar Schilder gemacht, um die auszutauschen, damit unser Zelt auch ein bisschen höher steht. Wie ihr seht, die brauchen noch Namen, ne? Da muss noch ein Name drauf. Hier hinten unsere Edeltraut. Dann haben wir natürlich auch hier vorne, tauschen wir die einmal aus. Hollands Hope. Und die Schaman, die dann Bärbel heißt, das muss ich dann noch draufschreiben. Ja, meine Freunde, bleibt am Ball. Es geht weiter, die Tage kommt das nächste Update. Sieht, so wie ich sehe oder finde, ganz gut aus. Schade, dass Orange Bud noch nicht da ist, sonst hätten wir annähernd 100%. Aber wie gesagt, da warten wir einfach nochmal ab. Und ja, ich bin da optimistisch, dass das noch rauskommt, das gute Stück. Das war von den Wurzeln eigentlich her am weitesten von der Glasmethode. Also hatte die die größte Wurzel. Deswegen wundert mich, dass das noch nicht da war. Und die Feminisierten hatten ja eh in der Ceva-Methode eine wesentlich größere Wurzel gehabt. Und die sind auch alle prächtig gekommen. Die waren alle gestern schon da. Die sind über Nacht nach heute gekommen. Deswegen glaube ich mal, dass Orange Bud einfach noch ein bisschen hinterherzieht. Vielleicht lag der ein bisschen tief im Loch oder falsch rum. Ne? Abwarten. Wenn du Bock hast, bleib doch einfach dran und schalt auch das nächste Mal wieder ein. Hier bei Willy Gonzales, dein Grow Guide von A bis Z. Sehen wir zu, dass wir die Babys jetzt gesund und munter groß kriegen. Ich mache die Folie wieder drauf. Wir stellen sie hin und lassen sie feucht gehalten. Nicht nass, nur feucht. Einfach noch ein paar Tage ankommen bei uns. Ja? Reingehauen, bis zum nächsten Mal. Euer Willy Gonzales.